Deutschlandfunk Kultur Rang 1. Der Krieg in der Ukraine, er bestimmt in diesen Tagen alle Nachrichten. Und natürlich hat dieser Krieg auch die Künste betroffen. In vielen Theatern unseres Landes gab es daher in den vergangenen Tagen Solidaritätsveranstaltungen, Spendenaufrufe, Konzerte und Lesungen. Auch das Dokumentartheater Berlin unterstützt die Kolleginnen und Freunde in der Ukraine. Seit 20 Jahren leitet Marina Schubert jetzt dieses Off-Theater. Wir haben sie am Beginn der Sendung gehört. Ihre Bühne beschäftigt sich mit gesellschaftlichen Prozessen, doch im Moment ist an Theaterspielen eher nicht zu denken. Ständig ist Marina Schubert am Handy, um die neuesten Nachrichten zu lesen, von Freunden in Kiew zu hören, da wo sie aufgewachsen ist. Ich habe sie gestern vor einer Solidaritätsveranstaltung in Berlin getroffen und nach der aktuellen Situation für sie und ihr Team gefragt. Die Situation ist so, dass der Krieg hat bereits Europa schon längstens erreicht und natürlich auch die Kunst, weil meine Kollegen aus der Ukraine sind jetzt im Krieg und damit ist auch unser Theater in Berlin jetzt lahmgelegt für eine kurze Zeit. Was können Sie derzeit überhaupt machen? Wir haben jetzt Künstler aus der Ukraine hier nach Berlin geholt, noch geschafft, sie rauszuholen. Und wir kämpfen jetzt mit der Kunst gegen den Krieg. Wie konkret kann das aussehen? Indem wir die Leute informieren, indem wir den Künstlern die Möglichkeit geben, nicht gänzlich sich zu verlieren und ihre Kunst weiterzumachen und somit auch der Ukraine, unseren Kollegen, eine Stütze auch damit zu sein. Das heißt, das Theater ist momentan wahrscheinlich eher ein Raum, um sich zusammenzufinden, um sich gegenseitig zu bestärken und Solidarität zu üben? Nein, das Theater ist im Moment wie eine Hilfsorganisation. Wir haben also Autos organisiert, wir haben Wohnungen organisiert, wir organisieren Konzerte, wir organisieren Lesungen. Dieses Theater ist unglaublich wirklich solidarisch mit der Ukraine und macht unglaublich vieles jetzt im Moment für die Ukrainer. Was hören Sie von Ihren Kolleginnen und Kollegen, die derzeit in der Ukraine eingeschlossen sind? Meine Co-Regisseurin ist jetzt gerade dabei, nicht Kunstwerke zu schöpfen, sondern sie dreht gerade Molotow-Cocktails. Andere sind im Bunker, sie schreiben Tagebücher, ich habe sie gebeten zu schreiben. Andere sind an der Front, andere helfen. Die sind alle in einem Ausnahmezustand, aber trotzdem, sie kämpfen für die Ukraine, sie kämpfen für europäische Werte, sie kämpfen für Europa und also auch damit auch für uns. Sie haben auch Musiker hier dabei, die Sie noch in den letzten Minuten, kann man fast sagen, rausgeholt haben aus der Ukraine. Ja, eigentlich kamen sie zu mir nach Berlin. Wir wollten zum Thema Widerstand ein neues Projekt starten. Sie kamen aus der Ukraine, aus Cherson und zwei Tage später brach der Krieg aus. Ich glaube, dass man aus den Medien weiß, was mit Cherson passiert ist. Die Stadt ist platt gemacht worden. Heute ist das Internet und mobil, also alles ist lahmgelegt worden. Das heißt, wenn diese Künstler jemals zurückkommen werden in ihre Stadt, gibt es diese Stadt nicht mehr. Was können Sie als Theatermacherin jetzt eigentlich anderes tun als Solidarität leisten und, was Sie gerade gesagt haben, Hilfsorganisation sein? Wir haben einen Spendenaufruf aufgerufen. Das findet man auf der Webseite des Dokumentartheater Berlin. Wir sammeln Spenden ein, weil wir werden den Künstlern helfen, ihre Existenz zu erhalten. Und wir werden versuchen, noch die Künstler, die jetzt gerade auch zum Beispiel in Polen sich erholen, nach Berlin zu holen und mit der Kunst gegen diesen grauenhaften Krieg dagegen zu halten.